Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute stehe ich mal in der Küche und nicht irgendwo draußen im Wald oder bei mir im Büro, denn heute soll mal wieder seit langem gegrillt werden. Da ich beim Grillen nicht so ganz der Experte bin, habe ich mir einen ausgewiesenen Experten dazu geholt, nämlich Dennis von dem Grillblog. Was seid ihr jetzt nochmal? Grill- und Barbecue-Blog Kikis Barbecue Place. Genau so. Und Dennis, was machen wir denn heute? Ja, ich sag's dir, heute gibt's ein fantastisches Schichtfleisch nach Gyros-Art oder auch griechisches Schichtfleisch. Schichtfleisch ist ein ganz klassisches Dutch-Ofen-Gericht. Das ist so das Gericht, das eigentlich jeder kennt, womit auch ganz viele im Prinzip anfangen. Und diesen Klassiker, den wandeln wir jetzt ein kleines bisschen ab und machen daraus so eine, ja, griechische Gyros-Version. Das wird richtig, richtig geil, aber wir kommen ja gleich noch dazu. Ja, ich glaube, die groben Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dann erzähl mal, Dennis, was haben wir denn jetzt gleich vor? Was muss ich tun? Wo kann ich helfen? Was steht an? Ja, also wie gesagt, wir machen ja jetzt erstmal dieses leckere Gyros-Schichtfleisch. Dafür haben wir hier vorne schon mal die Zutaten hingelegt. Wir haben einen schönen Schweinenacken. Da ist natürlich auch noch das komplette Fett dran, vielleicht auch noch ein paar Sehnen, den werden wir gleich ein bisschen parieren, also sprich, dass die groben Stücke noch wegnehmen. Hier vorne haben wir noch so ein dickes Fettstück, das kann man machen, muss man nicht unbedingt. Mhm. Bei uns essen ja die Mädels mit, weiß, genau. Ne, die mögen das nicht ganz so gerne, von daher nehmen wir das ein bisschen raus, aber grundsätzlich soll das Ganze schon durchwachsen sein. Dadurch, dass das relativ lange im Dutch Oven schmort, also es ist ja so ein Gericht, 2 bis 3 Stunden, 2,5, 3 Stunden, sowas rum, wird das Ganze dann auch so sein, dass das sehr mürbe wird und zerfällt und von daher haben wir gar nicht so viel von dem Fett im Endeffekt im Mund. Was beim Grillen natürlich nie fehlen darf, ist der Bacon, den wir da vorne dann noch haben. Das dient uns auch ein bisschen zum Schutz im Dutch Oven, damit das Ganze nicht nachher anbrennt. Also das wird unten schön ausgelegt. Okay. Und daneben kommen dann noch Zwiebeln zum Einsatz, Paprika. Und für die Version als Gyros oder griechische Version haben wir jetzt dann noch zusätzlich Feta, Knoblauch, Oliven und dieses wunderbare Gyros Impression Gewürz. Okay. Gut, ich bin gespannt. Ja, dann legen wir doch los. Alles klar. Jetzt haben wir so ziemlich alles klein geschnitten, was wir da hatten, bis auf den Käse. Aber die Zwiebeln haben wir hier. Die habe ich klein geschnitten. Die sehen natürlich super schön aus. Fantastisch. Paprika habe ich noch nie so schöne Zwiebeln gesehen. Und der Knoblauch auch erst. Also Wahnsinn, Matthias. Wahnsinn. Ich musste auch tatsächlich weinen, weil ich die so schön fand. Mhm. Was steht jetzt an? Ja, jetzt muss das Fleisch noch mariniert werden. Also hier haben wir den Nacken, die 2,7 Kilo, die es waren, ein bisschen pariert, also ein kleines bisschen ist noch von runtergekommen. Okay. Und dementsprechend wird das jetzt mariniert. Also es kommt jetzt gleich hier eine schöne große Schüssel rein. Unser Rub kommt dazu, dann die Zwiebeln und Paprika drüber und dann lassen wir das über Nacht einfach ziehen, ne, dass das dann schon richtig schön durchziehen kann. Und dann sehen wir uns morgen am Grill bzw. am Dutch Oven wieder. Das hört sich gut an. Mhm. Hunger habe ich zwar jetzt schon, aber das bleibt nicht aus. Gut. Du marinierst, ich filme noch etwas. Sehr gut, so machen wir das. Three,
4, 5. Oh, einer geht noch, ne? Einer geht noch, ja. Ja. So, dann mal ganz ein bisschen durchmixen. Ja, ich glaube, das ist auch das Schöne am Dutch Oven, dass man da ruhig ein bisschen mehr reinpacken kann an Gewürzen. Und das verteilt sich halt alles nachher recht gut im Dutch Oven, so dass man nicht so viel falsch machen kann, sagen Sie mal so. Ja, das ist wirklich das Schöne. Also wir haben ja hier schon recht kernige Aromen, ne? Auch mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch. Da muss man keine Angst haben, auch mit dem guten Gewürz. Wie du schon gesagt hast, das verteilt sich gut. Das ist ein Schmorgericht. Durch die Feuchtigkeit, die die Zwiebeln und die Paprika uns geben, wird das Ganze dann halt auch noch so ein bisschen nachher geköchelt. Also das wird hammermäßig geil. Es riecht auch schon gut. Deckel drauf und dann kann das Ganze über Nacht ziehen. Ja, dann packen wir den Deckel noch drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Für euch innerhalb von ein paar Sekunden. Moin zusammen, Tag 2. Wir haben den Dopf schon am Laufen. Dopf ist richtig, ne? Dutch Oven, Dopf, Kasan, wie auch immer. Kasan, gut. Das Ding läuft. Genau. Erstmal, ich hoffe, dass das mit dem Ton einigermaßen funktioniert. Die Aufnahmen gestern waren anscheinend nicht so schön, hörte sich zumindest nicht so gut an. Deswegen versuchen wir es jetzt mal mit dem Ding hier. Genau, wir haben eben schon vorbereitet, dass wir quasi den Dopf gefüllt haben. Du hast das Fleisch aus dem Kühlschrank geholt und entsprechend hier drin aufgeschichtet. Wir haben das Ganze unten mit Bacon ausgelegt, genau. Mhm. Das Videomaterial dazu können wir euch jetzt mit einblenden. Das seht ihr jetzt gerade wahrscheinlich schon die ganze Zeit im Hintergrund. Genau. Und jetzt haben wir 24 Kohlen draufgepackt. Sind das irgendwelche speziellen Kohlen? Das sind spezielle Cubes, nennen die sich. Die kommen von der Firma Mac Briquette. Die haben die entwickelt, dass die genau zu dem Dutch Oven passen. Also die haben die optimale Hitzeverteilung. Dadurch, dass die auch ganz gut gepresst sind, halten die auch ein bisschen länger als normale Briketts. Mhm. Im Prinzip kann man das aber mit allem machen. Ich glaube, wir haben jetzt hier, wir hatten ursprünglich 24, wir haben vorhin mal ein bisschen reduziert auf 19, weil wir dann gemerkt haben, doch, es ist ordentlich Power. Sieht eigentlich relativ grau heute aus, aber wir stehen ja hier im T-Shirt, wir haben dann auch gemerkt, da ist doch relativ warm. Das hat auch ein bisschen Auswirkungen mit auf den Dutch Oven und somit haben wir das dann ein bisschen reduziert. Ja, und wir gucken jetzt einfach mal rein, wie es denn drin aussieht, ne? Jo, alles klar, ich bin gespannt. So, wie so oft kümmere ich mich dann bei der ganzen Geschichte um die Fotos. Darf ich schon? Ja, ich bin bereit. So, dann schauen wir mal rein. Und hier da. Ich schalte mal auf Video um, dass ihr das hier auch sehen könnt. Das ist das Schöne. Ich kann euch mal das Blubbern hier mit aufnehmen. Also wenn ihr das riechen könntet, das riecht echt überragend gut. Riecht mega geil, sieht auch fantastisch aus. Ich habe das jetzt wirklich das erste Mal mit den Oliven da drin gemacht und auch das, also sieht klasse aus. Ich bin gespannt, wie es nachher ist. Ja, also das riecht wirklich überragend gut, sieht verdammt gut aus. Ich würde sagen, das muss noch ein, zwei Stündchen. Ja, wir gucken mal zwischendurch. Es blubbert schon gut, also von daher gehe ich davon aus, so ja, eine gute Stunde noch, vielleicht ein bisschen länger, Viertelstunde. Aber wir behalten das im Auge und dann geht's los. Jo.
So, wir sind wieder am Dopf. Wir gucken jetzt nochmal rein. Ich schnapp mir mal wieder meine Kamera. Soll ich das vielleicht halten? Das wäre sehr nett. Es blubbert. Und es riecht so gut. Wir haben es jetzt kurz vor 6. Der Dopf hat gute 3 Stunden. 3 Stunden, ja. Nicht ganz. Zweieinhalb, sowas. Genau, 2,5 Stunden vor sich hingeköchelt. Das heißt, das Essen ist hoffentlich fertig. Das wird fertig sein. Wir gucken da jetzt gleich zusammen nochmal rein. Genau, dann werden wir gleich einmal probieren. Für das Video soll es das jetzt mal gewesen sein, weil Essen wollt ihr uns nicht sehen. Das möchte keiner. Das ersparen wir euch. Wir blenden euch aber noch Bilder von dem Ergebnis ein. Genau, ja, wir hoffen euch, dass euch das Video gefallen hat. War mal wieder so eine Art kleines Experiment. Erstmal vielen Dank, Dennis, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Oh nein. Genau, ja, wie ihr seht, wir haben es auch nicht ganz trocken hinter uns gebracht. Nee, das konnten wir so nicht ertragen. Genau, das konnten wir so nicht ertragen. Genau, zurück zum Thema. Wir hoffen, dass das Essen gelungen ist, aber hatten wir ja schon gesagt, also ein Dopf kann eigentlich nicht schief gehen. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Wir werden es gleich ausprobieren. Nochmal, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ja, bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Drückt gerne auf den Daumen nach oben, drückt auf Abonnieren, drückt auf das Klingelsymbol und auf sonst alle anderen Sachen. Ich werde noch die Seite von euch, Kikis Barbecue Place bzw. kikis-barbecue.de verlinken. Ich werde auch meine Homepage noch verlinken. Guckt da gerne vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, bis dann. Ciao.